Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Wheelwolf, bla bla bla. Genau. Scheiße. So, wir brauchen jetzt. Hier benötigen wir Baumwolle. Ja. Und das müssen wir jetzt erstmal besorgen. Also Baumwolle. Wo ist Baumwolle? Da, Baumwolle. Also brauchen wir jetzt einen neuen Zug. So. Dann brauchen wir eine Zuglinie von hier nach da. Mehr nicht. Das reicht. Kaufen. Fertig. So, Zug fährt. Hier. Nein, schließen bitte. Und in diesem Bahnhof. Da habe ich ein Wartungsgebäude drin. Okay, alles klar. So, das haben wir. Was benötigt diese Stadt denn noch? Diese Stadt benötigt Getreide. Würde ich wirklich schon fast sagen. Getreide benötigen die auch. Und Bier. Okay, Bier. Bier haben wir hier. Also brauchen wir Bier von hier nach da. Ja? Ganz einfach. Wir brauchen neue Zuglinie einrichten. Hier, von hier nach da. So. Und Hinweg fährt von hier nach da, um das Bier zu bringen. Auf dem Rückweg nimmt er Weizen mit und bringt es auch nach da. Fertig. So. Was benötigst du? Du hast eine Fleischerei, du brauchst Vieh. Vieh. Hier haben wir das Vieh. Ja, und was benötigst du? Du brauchst Weizen. Ja, das können wir alles mit einem Zug eigentlich machen. Weizen. Wir haben hier nur Dingens. Okay. Du brauchst Vieh, haben wir gesagt. Okay. Nein, das ist falsch. Neuer Zug. Lokomotive wählen. Zack, schließen. Zuglinie errichten. Du brauchst Vieh. Zack. Fertig. Errichten. So, was brauchst du? Du hast Brauerei. Du brauchst Weizen. Weizen. Machen wir Weizen. Ja, nur da oben haben wir Weizen. Das ist nämlich alles Mais hier. Und Mais benötigen wir gar nicht. Okay. Er braucht Weizen. Also, müssen wir von hier aus von hier ja nach da. Okay. Und dann brauchen wir noch eine. Nein. Zuglinie errichten. Wieder von hier, von Weizen nach da. Auch errichtet. Okay. Alle Fleischereien, ne? Fleischerei, Fleischerei, Fleischerei. Okay, aber das macht ja nichts. Eine Lokomotive wählen. Auch fertig. Und jetzt würde ich gerne mal was probieren. Ja, wir nehmen jetzt hier eine Lokomotive wählen. Okay, können wir noch nicht. Und jetzt würde ich nur einen Passagierzug gerne errichten. Eine Zuglinie errichten, nicht automatisch, nur Passagiere und Post. Und zwar von hier
nur in die Städte. Von da nach da, dann nach da, hier. Nach hier, dann nach hier. Und jetzt wird er ja den ganzen Weg wieder zurückfahren. Und das machen wir. Und dann von hier wieder nach da. Dann wieder nach da. Nach da. Nach da. Fertig. Ja. So. Er fährt nämlich jetzt nur mal Post. Sonst nichts. Und mal gucken, ob es funktioniert. Ich weiß es nicht. So, was benötigst du noch? Fleisch ist voll, hat er. Alles gut. Mais, Weizen. Kein Weizen. Ja, aber da sind wir ja auch bei. Und wir müssen uns auf unsere Liste konzentrieren. 15.000. Wir müssen diese Stadt hier ein bisschen besser hinbekommen. So, wer braucht denn Stoff? Ich glaube, die waren das, ne? Jetzt kann ich wieder nichts anklicken, weil ich wieder die Brauerei an... Achso, das konnte man ja auch anders machen. Die brauchen keinen Stoff. Nord Planet. Ja. Okay. Dann von hier. Nein. Wir wählen. Cincinnati nach Nord Planet. Und nur... Ja, machen wir automatisch. Das sollte schon ganz okay sein. Und zurück. Kannst du mal so fahren. So. Was hat er schon wieder hier für ein Problem? Wo ist die Eisenbahn? Hier ist schon wieder mega Katastrophe. Weil der wartet... Und der wartet da unten auf die Gleise. Alles klar, das ist alles nicht so schlimm. Wir bauen jetzt einfach hier ein Signal. Ja. Das machen wir jetzt extra ein bisschen länger. Dann brauchen wir Gebäude. Signale. Du darfst... Jetzt müssen wir das drehen. Das ist abbauen. So. Signal. Und so. Nein, falsch. So. Gut, jetzt sollten die Züge eigentlich wieder fahren. Jetzt sollte sich das Problem von alleine beseitigen. Ja, hoffe ich. Wir haben trotzdem weiterhin 9 Züge. Doch schon wieder einiges miteinander verbunden. Ich glaube nicht, dass wir das hier schaffen werden. Also ich glaube wirklich, dass ich damit extreme Probleme habe. Aber... Wir haben kein Mais. Also wir müssen auch nach Dingens Mais bringen. Hier unten hätten wir Mais. Auch Baumwolle. Könnten uns aber auch gar nichts mehr großartig leisten, weil wir haben ja auch hier überall Plantagen. Also warum sollen wir nicht Mais etc. mitbringen? Was möchtest du denn noch haben? Wir sollten uns da hinten erstmal nur um die Stadt kümmern. Also, wenn wir das jetzt sehen, wir benötigen Mais und Bier. Bier habe ich hingebracht, also brauchen wir noch Mais. Also errichten wir nochmal eine Linie. Ist eigentlich scheiße, aber wir könnten auch eigentlich mal gerade gucken. Cincinnati.
Station ist Cincinnati. Da. Von Adams Farm. Adams Farm. Hätte auch, ja, weil dann hätte er, ja, wir bauen einfach noch eine neue. Schon okay, Lokomotive wählen. Neue Zuglinie einrichten von hier. Von da. Direkt nach da. Und zurück machen wir so. Ja. Sehr schön. Was hast du jetzt für ein Problem? Panne. Ja, müssen wir hier den Bahnhof erweitern. Wo ist der Bahnhof? Ja. Ja, das kann man nur abreißen. Hier ist doch ein Wartungsgebäude drin. Ich verstehe euch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hier sind überall Wartungsgebäude. Eine Panne auch wieder. Haben wir da jetzt auch nochmal einen Reparaturbahnhof auch nochmal hingesetzt. Also keine Ahnung, also das mit der Panne, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Aber gut, so, jetzt gucken wir uns die Zugliste. Habe ich wieder keine Zugliste? Hallo, Zugliste? Achso, sollte ich schließen. Ja. Zugliste. Haben wir hier noch ein Ausrufezeichen. Da. Betriebsmittel fehlen. Betriebsmittel fehlen. Haben wir hier nirgends so was hingemacht? Haben wir leider gerade kein Geld für, ne, wenn ich ganz ehrlich bin. Guck mal, die wächst richtig derbe. Die gar nicht. Also, das, was wichtig ist, kriegen wir gerade nicht, ja, nach oben. Gerade nicht so toll, ne? Kein Bier. Was wir aber eigentlich auch geliefert haben. Wo? Hier, Nord. Nord Planet. Eigentlich haben wir von Nord Planet auch zu. Ich würde gerne einfach sehen, was. Von Nord Planet, siehst du? Nach Brown. Oh man. Von Brown Domain. Ach, guck mal, mitfahren. Wie geil. Pfeifen. Ich kann selbst pfeifen. Oh, wie cool das aussieht. Oh, jetzt wird betankt. Das kann man leider nicht sehen. Das ist schon cool, ne? Ups, wie komme ich da wieder raus? Ah, so. Alles klar. Das ist schon cool. Ja, wir müssen irgendwie diese Stadt hier wirklich viel besser betreiben. Das ganze Problem ist, dass ich es immer noch nicht so ganz hinbekomme, dass wir diese Stadt hier wirklich besser zum Laufen bekommen. Wir haben kein Fleisch. Aber irgendwie habe ich doch hier alles hingeschickt. Ich steige hier einfach durch diesen Flugplan leider nicht durch. Ach. Oh, guck mal. Ah. Ja, man kann das nicht sehen, was hier jetzt hingebracht wird. Warum kann man das jetzt nicht sehen? Warenströme. Ich fahre doch überall Ware hin. Jetzt haben wir hier wieder ein extremes Problem. Weil, warum auch immer. Auslastung. 6%. Kommt er den Berg nicht hoch?
Ich habe das Signal falsch gesetzt da wieder. Ach, leck mich einfach. Ich habe... Das Signal habe ich dahin gesetzt. Und ich darf es nicht mehr abbauen. Echt nicht. Ich kann es nicht mehr abbauen, Leute. Weil es verwendet wird. Ich bin zu doof dafür, echt. Ohne Scheiß. Das geht mir gerade schon wieder auf den Sack. Und genau wie dieses Signal kann ich auch nicht abändern. Man, da steht zwar, aber siehst du, Objekt in Benutzung. Ich drücke wirklich die richtigen Tasten. Und ich kann es nicht mehr ändern. Jetzt müsste man irgendwie probieren, dass ich einen Zug löschen kann oder einen Zug zurücksetzen kann. Kann man aber nicht. Ja. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Jetzt kann ich wieder einen Speicherstand laden. Es ist alles nicht schlimm, Leute. Mich, also dieses liegt nicht an dem Spiel. Es liegt an mir. Ich rege mich gerade über mich. Jetzt bin ich genau an dem Punkt, wo es schon buggy ist. Spiel laden. Fuck you, echt. Hier habe ich noch gar nicht das Doppelsignal gebaut. Okay, dann können wir das jetzt machen. Was haben wir denn noch für Züge? Okay. Nice. Ich verstehe nicht, warum ich das mit den Signalen einfach nicht raffe. So, das soll durchfahren. Leute, das muss hier hin. So, nein, falsch rum. So, ja, weil der soll da lang fahren. Signal hier hin. Und so. Fertig. Eieiei. Ich bin ein Blödmann, wirklich ohne Scheiß. So, und jetzt will ich mir das hier mit dem Warenströme nochmal anschauen. Was ich nicht verstehe, warum... Ich hab doch was im Lager. Warum zeigst du mir denn an, dass das richtig scheiße ist? Sehe ich nicht. Achso, das sind die Warenströme, die nach da... Ja, okay, ich hab's verstanden. Hier wieder eine Panne. Betriebsmittel fehlen. Könnte ich mir aber auch leisten. Ja, bitteschön, da hast du deine Betriebsmittel. Das sieht man echt, guck mal da, läuft alles rein. Sehr geil. Was hast du? Eine Panne. Warum du auch immer eine Panne hast, aber ist halt so. Da ist ein Wartungsgebäude, überall sind Wartungsgebäude und du hast eine Panne. Ist ganz okay, ja. Das, was ich jetzt...
Was ich jetzt wirklich als Problem habe, Leute, ist einfach... Blockschuppen. Was ich jetzt wirklich als Problem habe, ist einfach, dass ich nicht weiß, was meine Züge tun. Also entweder hier gibt es irgendwo noch eine Option, dass ich das sehen kann. Aber was macht jetzt er? Okay, er holt jetzt Weizen. Okay, du bringst jetzt Weizen nach Nord Planet. Nord, wo ist Nord? Und er steht hier und wartet auf, dass es gleich Sonntag ist oder... Also er bringt Getreide dahin. Okay, gut. Von Brown. Okay, ist okay. Das habe ich verstanden. Welcher Zug ist das? Da. Er steht auch rum, fährt von Dodge City. Das ist, glaube ich... Ah, das ist nur mein Güterwaggon. Mein Dingens. Du fährst normalerweise von Kelly's Ranch nach hier und bringst in dem Sinne Fleisch, okay. Aber ich würde gerne wissen, wenn ich jetzt hier auf Dingens draufklicke, was wird jetzt hier schon hergeliefert? Ich sehe das nicht. Und das ist ein bisschen blöd, wenn ich ganz ehrlich bin. Habe ich jetzt schon den Zug, dass der von Dingens nach Nord fährt? Kann ich nicht erlesen, weil es müsste ja hier starten. Nicht drinne. Oder vielleicht doch drinne, vielleicht nicht drinne. Woher soll ich es wissen? Das ist jetzt so ein Problem, was ich habe. Sollte dann wirklich die Zuglinie mir angucken. Er bringt nur von hier nach da. Okay. So. Das ist unser Transportzug. Ist okay, das soll der auch machen. Das habe ich ja selbst so eingerichtet. Er bringt Vieh nach da. Er bringt Vieh nach da. Und dieser Zug macht gar nichts. Okay, dieser Zug macht... Ja gut, da haben wir Bier. Ja gut. Keine Ahnung, was ich jetzt mit dem machen soll. Ah, alles klar. Der bringt nämlich Stoffe schon dahin und etc. bla bla. Okay. Ja, und das war's. So. Also. Wenn ich das jetzt ganz hart sage, müsste ich mir jetzt einen Zug bauen, der Fleisch bringt. Ne, der Mais bringt und Bier. Mais und Bier. Okay, wir brauchen Mais und Bier. Mais. Was wird hier hergestellt? Bier. Okay, Mais, Bier, Abflug. Ganz einfach. Und wir hatten einen Zug, der nichts gemacht hat. Das war der, oder? Nein, das war der nicht. Ach. War das der, ne? Ja. Der machte nämlich. Richtig. Immer noch mal gucken. Mais. Bier. Aber ich wette mit dir, der nimmt das Ganze. Das wird nicht funktionieren. Ich muss jeden Zug irgendwie einzeln mit einer Ware. Das ist doch doof, oder nicht? Weil ich wette mit euch, wenn der jetzt losfährt, ja, der nimmt komplett Mais mit, lädt das da ab, wetten? Mit hundertprozentigkeit.
Das wird passieren, passt auf. So, Mais, komplett voll. Das wird mit Sicherheit passieren. Warum will er jetzt nicht fahren? Du bist voll. Warte auf Brown the Mount. Ich habe hier keine Ausweichgleise. Nein, falsch. Alles klar. So, normalerweise dürfte der jetzt fahren. Man kann das auch auf einfach stellen. Das habe ich mir am Anfang durchgelesen. Dann würden die Züge Union Pacific Railroad hat den schnellsten Zug. Ja gut, aber ich kann ja noch nicht forschen, so wie ich das zumindest gesehen habe. Und unsere Einwohnerzahl ist jetzt auf 16.000 da gestiegen. Also man nimmt natürlich auch den, der wirklich am Arsch der Welt ist, ne? Also das muss man jetzt auch mal sagen. Hier haben wir mal ein Gebäude. Wie ging das so? Dann hätte ich gerne entschieden. Kaufen. Neue Lokomotive. 2 Linien. So, dann haben die schon mal ihren Mais. Mais haben wir. Und Getreide haben wir auch. Eigentlich sieht das ganz gut aus. Was möchte denn Dodge City haben? Halt, warte mal. Ach, wir haben kein Geld mehr. Das ist gar nicht so einfach, die Städte zum Wachsen zu kriegen. Wirklich ohne Scheiß, Leute. Also Tiere sind absolut keine Nachfrage. Nur, wir werden die Stoffe auch nicht los, ne? Oh, die wollen Zucker haben. Sehe ich gerade. Wait City möchte Zucker. Ich brauche einen Zug und das wäre ja wunderbar.
Aber ich möchte gerne diese Stadt zum Wachsen richtig bekommen. Das wäre wunderbar. Er ist schon losgefahren. Mein letzter Zug ist eigentlich hier. Aber das ist er gar nicht. Was ist der? Ne. Wie heißt denn diese Farm? Steve. Da ist er. Normalerweise müssten sie doch jetzt alles haben. Ja. Jetzt ist eigentlich alles super. Oder nicht? Jetzt alles super? Oder ist jetzt nicht alles super? Das weiß ich halt jetzt absolut nicht. Also jetzt steigen auf jeden Fall gerade die Einwohnerzahlen. Das finde ich überhaupt gar nicht schlecht. Pressgüter. Okay, 19.679. Das ist alles vorrätig. Alles. Weil der einzigste Stadt, die wirklich was davon haben will, und die haben null, ist eigentlich die, die ich von hier nach da schicke. Zack. Ja, jetzt ist sie gewachsen. Wir sind bei 20.000. Wir benötigen aber 30.000. So, haben wir jetzt irgendwas Tolles dazu bekommen? Kein Bedarf. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, dass diese Stadt komplett zufrieden eigentlich ist. Und jetzt würde ich gerne... ...so auch noch Einzug haben. Ja, jetzt sollte sie hier irgendwo der Zug stehen. Was ist mit dir? Ach so, wir haben keine Lokomotive. Oh, sorry. Okay, haben wir. Naja, der wartet. Haben wir hier irgendwo zum Auffüllen? Da haben wir was zum Auffüllen, okay. ...60.000 würde uns Anzahl der Gleise nach Ausbau 2. Okay, also wenn wir 60.000 haben, dann werde ich den Bahnhof auch mal erweitern. Aber ich glaube, gleich ist Ende, ne? Bis 67. Ja, haben wir leider nicht geschafft, weil ich es zu spät gerafft habe, Leute. Schade. Aber eigentlich total geil. Also ich bin mega zufrieden mit dem Spiel. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Man muss da erstmal ein bisschen durchblicken. Aber sonst eigentlich ziemlich gut. Ja, also die Zahlen steigen, wir haben alles vorrätig, das Lager ist da voll leider. Weizen, ja gut, der neue Zug ist ja jetzt irgendwo ja hier losgefahren, da ist er. Ist jetzt voll mit Weizen natürlich und sollte jetzt gleich wieder Weizen dahin bringen. Ja, eigentlich easy, oder? Also wenn man das jetzt ganz ehrlich nimmt. Nur man sieht, viele Züge machen halt wirklich extrem viel Minus, ne? Also bringen gar kein Geld.
Der hat jetzt auch wieder ein bisschen Geld gebracht. November. Sind jetzt bei 22.000. Es wird nicht reichen, also. Ich hätte das ein bisschen eher machen müssen. Ein bisschen eher drauf achten müssen. Jetzt wird gleich Weizen gebracht und Bier. Und das wird ja auch schon alles gebracht. Ist klar, umso mehr Leute kommen, umso mehr Güter werden genommen, umso mehr Geld verdiene ich. Also zumindest gehe ich davon so aus, dass so dieses Prinzip ist. Ja, jetzt haben wir das Problem, dass hier die, dass dieser Zug hier blockiert. Und haben jetzt da einen Zug stehen und dieser Zug fährt nicht, weil wartet auf Kelly Wash. Wartet auf Kelly. Ja. Jetzt düst er ab. Jetzt kommt der. Der bringt jetzt Weizen in diese Stadt. Betriebsmittel fehlen. Das können wir dann gleich auch nochmal ändern. Wir können jetzt hier mal ganz kurz beigehen. Ich will mir das mal angucken. Ja. Zack. Gibt es hier zwei Gleise, die muss ich jetzt anschließen. Eine Sache noch. Dein Unternehmen verfügt auch über eine Forschungsabteilung, mit deren Hilfe du neue Lokomotiven und andere Innovationen freischalten kannst. Öffne den Forschungsdialog, um mehr darüber zu erfahren. Hier werden die Fortschritte angezeigt, die in der aktuellen Epoche erreicht werden können. Fortschritte aus früheren Epochen sind meist schon aktiv. Aber was die Zukunft bringen wird, wissen wir noch nicht. Für jeden Fortschritt benötigst du Innovationspunkte, die du monatlich automatisch erhältst und auf verschiedene Weisen steigern kannst. Okay. Nun sieh dich hier einmal um und schalte anschließend eine beliebige Innovation frei. Wie wäre es mit einer neuen Lokomotive? Ja, aber welche ist denn? 40 Meilen, 32 Meilen... Okay. Hier hat er gleich Signale hingesetzt, ne? Okay. Wir haben jetzt Januar 67, aber ich habe es nicht verkackt. Bringe 100 Passagiere ohne Halten von Cincinnati nach Rocket Springs. Wo ist denn Rocket Springs? Ohne anzuhalten Passagiere nach Rocket Springs. Also nächste Forschung müsste ich dann die machen, weil das ist nämlich, du musst zuerst zwei weitere Innovationen freischalten. Achso. Mir wird von meinen Gegnern unterstellt, ich würde in meine eigene Tasche arbeiten. Das sind natürlich grässliche Lügen. Und sieh es so, mit dem Profit, den ich mache, kann ich viel mehr investieren. Jobs, Jobs, Jobs. Aber wo ist Rocket? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich nicht auskennt in Amerika, dann sucht man sich einen ganz schönen Wolf. Weil ich habe jetzt hier die Aufgabe, verbinde da Rocket holen. Ohama mit Rocket Springs. Das hier ist Ohama. Kann man diese nicht wegmachen irgendwie? Ausrufezeichen. Das ist Ohama. Nach Rocket.
Okay, das war unsere erste und das ist jetzt die zweite. Cool, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schon ziemlich nice. Aber gut, ich habe immer noch nicht den anderen Bahnhof gefunden. Und das ist gerade so ein Problem. Leute, schon wieder 40 Minuten. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.